Ägypten, das geheimnisumwobene Land der Pyramiden, der Pharaonen und der Sphinx. Bis heute geben die Bauwerke der ägyptischen Hochkultur zahlreiche Rätsel auf. Kein anderes Land hat die Menschen seit Generationen so fasziniert wie das alte Ägypten. Schon im 3. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung entwickelte sich das Land am Nil zu einem hochorganisierten Staat. Kunst und Handwerk, Mathematik, Astronomie und Architektur erreichten einen erstaunlichen Höhepunkt. Die Pyramiden bei Kairo sind über 4500 Jahre alt. Sie sind das älteste Weltwunder der Antike, das einzige, das die Jahrtausende überdauert hat. Die als Götter verehrten Pharaonen wurden zuerst in Pyramiden, später dann in unterirdischen Gräbern im Tal der Könige bei Luxor bestattet. Die Gräber der Pharaonen Ramses IV. Und Tutanchamun zählen zu den prachtvollsten. Im Zeitalter des Pyramidenbaus wurde auch eine der ältesten und komplexesten Schriften entwickelt, die Hieroglyphenschrift. Die Tempel in Luxor, dem früheren Theben, sind wie ein offenes Buch, das die Geschichte, die Kultur und den Alltag der Menschen im alten Ägypten dokumentiert. Die gigantischen Tempelanlagen liegen ungefähr 700 Kilometer südlich von Kairo. Lange Zeit war Theben Hauptstadt und religiöses Zentrum Ägyptens. Erhalten sind heute nur noch der Luxor und der Karnak-Tempel. Wie konnte sich eine solche Zivilisation in einem Land entwickeln, das durch zwei riesige lebensfeindliche Wüsten im Osten und Westen eingeschlossen ist? Ohne den Nil wäre die altägyptische Hochkultur kaum entstanden. Auch heute kann Landwirtschaft nur entlang des Flusses betrieben werden. Über Jahrtausende hinweg hat er das Leben der Ägypter geprägt. Der Nil ist der längste Fluss der Welt. Noch immer ist er die wichtigste Hauptverkehrsader Ägyptens. Bevor im 20. Jahrhundert der Nil durch Staudämme reguliert wurde, trat er regelmäßig über die Ufer. Von Juni bis Oktober war das Land mit fruchtbarem schwarzem Schlamm überschwemmt, der die Landwirtschaft erst möglich machte. Die meisten Städte und Siedlungen liegen noch heute nahe am Fluss, auch Luxor. Am östlichen Nilufer Luxors wurden die Tempel errichtet, am gegenüberliegenden Ufer in Theben West die Gräber der Pharaonen und Adligen. Theben West war aber nicht nur eine Totenstadt. Zur Zeit der Grabbauten lebten dort auch die Arbeiter, Künstler und Priester mit ihren Familien. Als einzige kannten sie die geheime Lage der Pharaonengräber. Deshalb mussten sie nach Fertigstellung der Gräber die Totenstadt verlassen. Als im 19. Jahrhundert die ersten Grabungen im Tal der Könige begannen, ließen sich in dem kleinen Ortsteil Alt-Gurna in Theben-West viele Neusiedler nieder.
Sie bauten ihre Häuser zwischen, zum Teil sogar über den Gräbern. Um die antiken Gräber zu schützen, werden die modernen Behausungen nach und nach geräumt und zerstört. Ihre Bewohner werden umgesiedelt. Rais Taib ist hier geboren. Sein Geburtshaus, eines der ältesten der Siedlung, darf erst einmal bleiben, denn es ist in traditioneller Bauweise aus Lehmziegeln errichtet worden, so wie einst die Häuser im alten Ägypten. Der 38-Jährige ist verantwortlich für die Organisation und den Ablauf der Grabungsarbeit. Taib arbeitet für die deutsche Archäologin Dr. Nadine Möller von der Universität Chicago. Seit 2005 forscht sie in Edfu über das Alltagsleben in Altägypten. Wie verläuft die Ausgrabung dieses Jahr? Sehr gut. Vor einer Woche haben wir mit 25 Arbeitern aus Edfu und 5 aus Luxor angefangen. Nächste Woche kommen weitere 25 Arbeiter. Dann haben wir genug. Wir haben auf den Getreidespeichern eine enorme Ascheschicht. Die zu entfernen ist eine sehr, sehr harte Arbeit. Das muss mit einer Spitzhacke gemacht werden. Und was machen wir dann mit dem Schutt? Dafür müssen wir eine Lösung finden. Ich muss mit der antiken Behörde darüber sprechen. Vielleicht könnte man die Erde den Bauern geben, damit sie damit ihre Felder düngen. Das wäre doch gut. Mein Vater schlägt vor, die Erde gleich aus dem Tempel rauszubringen. Aus dem Tempel raus? Oh ja, genau. Ihr habt doch eine Grabungsgenehmigung. Wieso ist plötzlich alles verboten? Wegen der Touristen. Wir arbeiten doch direkt beim Tempel. Wieso habt ihr nicht einen eigenen Eingang bekommen? Eine Öffnung nur für die Ausgrabung? Nein, Vater, das ist verboten. Der Gouverneur will sogar die Absperrung um den Tempel erhöhen. Ein zweiter Eingang mit einem Wächter wäre praktisch. So könntet ihr die Erde abtransportieren, ohne die Touristen zu stören. Das ist die Lösung. Die antiken Baudenkmäler unterliegen besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Zum Schutz vor Diebstahl, Zerstörung und nicht zuletzt auch vor terroristischen Anschlägen. Das alte Kulturgut hat für Ägypten unschätzbaren Wert und ist Garant für Millionen von Touristen, Jahr für Jahr. Wir sind hier in der antiken Stadt von Edfu. Und man sieht im Hintergrund den Horus-Tempel, der in die ptolemäische Zeit 732 vor Christus datiert. Und wir graben im Prinzip die viel ältere Stadt, die gleich nebendran ist, aus. Und zwar bisher haben wir ungefähr 7 Getreidesilos gefunden. Wir sind hier in dem administrativen Gebiet der Stadt. Und diese Getreidesilos sind wirklich ungewöhnlich groß, 5,5 bis 6,5 Meter im Durchmesser. Also man muss sich vorstellen, dass die rekonstruierbare Höhe von den, die hatten ja eine runde Kuppel obendrauf, wie man das so von den Grababbildungen kennt, dass das mindestens 7 bis 8 Meter hoch war. Also das sind wirklich Gebäude, die herausragend sind von ihrer Größe, aus Lehmziegeln gebaut. Und anhand der Keramik können wir das datieren, so ungefähr 1650 vor Christus, zweite Zwischenzeit, 17. Dynastie. Auch wieder recht ungewöhnlich, dass wir gerade diese Zeit gefunden haben. Und bisher sind das die größten Getreidesilos, die wir innerhalb einer Stadt, also in der Innenstadt, gefunden haben. Ich bin in Theben zur Welt gekommen, in einem Haus zwischen den Pharaonengräbern. Vielleicht bin ich deshalb Rais geworden, Grabungschef. Wer weiß. Außerdem liegt das in der Familie. Schließlich waren schon mein Großvater Mahmud, mein Vater Mohammed, mein Onkel Asab und mein Cousin Mohammed Grabungschef. Mit meinem Onkel Asab habe ich jahrelang bei den Pyramiden gearbeitet. Von ihm habe ich alles gelernt.
Meine Familie hat die Grabungen einfach im Blut. So habe auch ich darin meine Berufung gefunden. Reis Taib ist nur 8 Jahre lang zur Schule gegangen. Aber durch seine langjährige Arbeit für Archäologen hat er sich inzwischen umfangreiche Fachkenntnisse angeeignet. Er ist Nadine Möllers rechte Hand. Sämtliche Anweisungen an die einheimischen Arbeiter laufen über ihn. Die Expeditionschefin versucht, ihn in das Grabungsvorhaben so weit wie möglich mit einzubinden. Nur dann werden die empfindlichen Funde nicht geschädigt. Hier müssen Sie aufpassen. Wir sind schon beim Fundament der Säulen angelangt. Wir sind also an der richtigen Stelle. Das hier ist das Fundament der Säulen. Grab bitte ganz vorsichtig und mach dann mit der kleinen Bürste weiter. Das, was Edfu ungewöhnlich macht, ist, dass wir hier eine provinzielle Hauptstadt haben, die Hauptstadt des zweiten ägyptischen Noms oder Provinz. Und von diesen Städten, die hier direkt im Niltal liegen, gibt es heutzutage nur noch sehr, sehr wenig Reste von, weil teilweise die moderne Bebauung drüber liegt. Teilweise wurde das von den sogenannten Sebachin abgegraben, die in der Jahrhundertwende diese antiken Städte als Düngemittel für die Felder benutzt haben. Und dadurch haben wir sehr viele von diesen alten Tell-Siedlungen, das heißt Siedlungen, wo die Bevölkerung über Jahrtausende am selben Stück gewohnt hat, haben wir verloren. Edfu ist eines der wenigen erhaltenen Tell-Siedlungen, wo man noch genug Originalschichten und Gebäude hat, die wir ausgraben können. Das heißt, alles, was wir jetzt hier machen, ist im Prinzip völlig neu. Für eine typische ägyptische Stadt gibt es bisher sehr wenig Informationen. Die einzige Stätte, die vergleichbar ist, ist Elefantine, die Insel von Elefantine im Süden. Ich liebe meine Arbeit als Grabungschef. Ich muss viel Verantwortung tragen und bin hier eine angesehene Autorität. Dazu lerne ich viel über meine Kultur und die Geschichte meines Landes. Zum Beispiel, wie die Pharaonen früher gelebt haben. Viel besser als wir heute. Denn sie waren der Natur sehr nahe. Damals gab es keine Chemikalien, keinen künstlichen Dünger. Sie aßen und tranken aus Tongefäßen. Kühlschränke kannten und brauchten sie nicht. Das Wasser war sauber und wurde in Tonkrügen unter der Erde kühl gelagert. Die Nähe zur Natur hat ihnen ein langes Leben beschert. Das gilt auch heute noch. Auf dem Lande findet man viele Menschen, die 90, sogar 100 Jahre alt werden. In den modernen Städten ist alles ganz anders. Dort gibt es Umweltverschmutzung, Lärm und Krankheiten. Die Leute auf dem Land leben aber noch immer wie früher die Menschen in Altägypten. Viel gesünder. Wie aber sah der Alltag der Menschen in Altägypten aus? Abertausende Pyramidenbauer arbeiteten durchgehend 10 Tage lang. Nach einem freien Tag begann eine neue 10-tägige Arbeitszeit. Wenn der Nil die Felder überflutet hatte und die Landwirtschaft ruhen musste, wurden auch die Bauern zum Pyramidenbau abberufen. Ob auch Sklaven beschäftigt wurden, ist bis heute nicht geklärt. Es gibt viele Theorien, wie die Pyramiden gebaut wurden. Keine einzige konnte bislang restlos bewiesen werden. Die Pharaonen hinterließen darüber keinerlei Aufzeichnungen. Nur die Bauwerke selbst.
Überliefert sind jedoch zahlreiche Gravuren und Abbildungen in den alten Gräbern, die wertvolle Informationen über Kultur und Alltag im alten Ägypten vermitteln. Gaben werden dem Pharao-Gott für seine Reise ins Jenseits überreicht. Beliebte Motive sind auch die Jagd und der Fischfang am Nil. Noch heute verwenden die Nilfischer die gleichen Fangmethoden wie einst ihre Vorfahren. Gefischt wurde vor allem mit Reusen, früher aus geflochtenem Reet, heute aus Draht. Dazu waren die Überschwemmungsgebiete des Nils sehr gut geeignet. Vor allem während des Rückgangs der jährlichen Flut konnte man Fische mit wenig Aufwand fangen. Die alten Ägypter benutzten auch Fischernetze aus Pflanzenfasern, vor allem Papyrus und Flachs. Heute sind die Netze aus Nylon. Der Fischreichtum des Nils ist im letzten Jahrhundert stark zurückgegangen. Den traditionellen Fischern droht das aus. Grund für den Fischmangel ist der Bau des Nasser-Stausees im Süden des Landes. Auch die Zunahme des Schiffsverkehrs durch den wachsenden Tourismus hat den Fischbestand des Nils reduziert. Weinbauern bei der Arbeit. Gut erhaltene Grabdarstellungen, die detailreich Einblick in den Alltag der Menschen in Altägypten vermitteln. Ihre Bedeutung geht aber weit darüber hinaus. Sie sind wertvolle Zeugnisse früher Kunst und handwerklicher Fertigkeiten. Zur Zeit der Pharaonen wurden Gravurarbeiten zur Dekoration der Gräber nicht anders ausgeführt als die Herstellung von Souvenirartikeln heute. Die Männer arbeiten vor allem in kleinen Werkstätten in Theben West bei Luxor, dem am meisten besuchten Ort. Am beliebtesten sind Darstellungen von Pharaonen, vor allem von Ramses II. Und Tutanchamun. Viele der Kunsthandwerker hoffen, in den kurzen Grabungsperioden einen der begehrten Jobs in den antiken Städten zu bekommen. Im alten Ägypten gingen Bildhauer und Maler in Künstlerwerkstätten gemeinsam ihrer Arbeit nach. Dort bildeten sie auch ihre Schüler aus. Sie waren hoch angesehen. Meist arbeiteten sie auf Bestellung. Ihre Werke wurden nicht den Einzelnen, sondern der Künstlergemeinschaft zugeschrieben. Sie signierten sie daher nicht. Ihre Fertigkeiten waren unverzichtbar für den Bau und die Gestaltung von Gräbern, Tempeln und Pyramiden. An Statuen und Reliefs führten mehrere Künstler verschiedene Arbeitsgänge nacheinander aus. So arbeitete an einem Relief zuerst der Umrisszeichner, dann der Bildhauer, der die Konturen ausmeißelte, schließlich der Maler, der Schrift und Bild farbig gestaltete. Heute muss ein Handwerker sämtliche Arbeitsgänge beherrschen. Die Arbeit ist so zwar abwechslungsreicher, aber den Künstlern wird viel mehr unterschiedliches Können abverlangt. Ramses II.
Er trug auch den Beinamen der Große. Unter seiner Herrschaft entstanden vor über 3000 Jahren gigantische Statuen und riesige Tempelanlagen wie in Luxor. Unzählige Säulen, geschmückt mit prachtvollen Hieroglyphen, in Stein gemeißelt von Bildhauern. Der Säulengarten von Luxor ist die am besten erhaltene antike Stätte am Nil. Zeugnis einer längst erloschenen Zivilisation, der jahrtausendealten ägyptischen Hochkultur. Edfu etwa 100 Kilometer südlich von Luxor. Die Grabungskampagne der Archäologin Nadine Möller geht weiter. Mehrere Wochen lang haben die Arbeiter gebraucht, um Schutt und Asche aus den Getreidespeichern abzutransportieren. Erst jetzt können Reis Taib und seine Facharbeiter weiter vordringen und tiefer graben. Es ist heiß und trocken. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 30 und 40 Grad. Gearbeitet wird daher von 6 Uhr morgens bis 2:30 nachmittags. Danach ist die Hitze unerträglich. Auf allen lastet ein enormer Zeitdruck. Insbesondere auf der Expeditionschefin Nadine Möller. Jährlich stehen ihr nur etwa 6 Forschungswochen für Grabungen in Edfu zur Verfügung. Schau, ein Stempel. Schön. Etwas ist abgebrochen. Das ist das Gleiche. Nach der Reinigung kommt vielleicht die Schrift heraus. Reis! Wir haben noch mehr Stempel gefunden. Willst du sie sehen? Es ist nur ein sehr kleines Stück, aber hier ist ein Zeichen. Es ist etwas kaputt. Vielleicht das Zeichen eines Tempels. Glückwunsch, Frau Direktorin. Alle Funde werden fotografiert und registriert. Später werden sie an die Antikenbehörde weitergegeben. Die Ausfuhr von archäologischen Fundstücken ist strengstens verboten. Nadine Möller wird von ihren Studenten aus Chicago und Ägyptologen aus Finnland, Frankreich und der Schweiz unterstützt. Die Grabung verläuft gut. Fast täglich gibt es wichtige Funde und haufenweise Tonscherben. Wir sind ganz gut fortgeschritten. Wir haben die ganze Ascheschicht abgegraben und die Silos sind jetzt endlich mal im vollständigen Zustand sichtbar. Wir müssen jetzt nur noch in den Silos die letzten Reste von den Lehmziegeln, die sich noch da drin befinden, das wird jetzt noch ausgegraben. Aber ansonsten in 2 Wochen sind die Silos alle vollständig freigelegt und wir haben wirklich mal das Gesamtbild der Ausgrabung vor uns.
Also wir graben hier seit 5 Jahren und die neuen Erkenntnisse, die wir bisher gewonnen haben, ist vor allem, dass wir zum ersten Mal das Verwaltungsgebiet der antiken Stadt gefunden haben. Da gibt es bisher in dieser Größe keinerlei Vergleichsbeispiele, vor allem für den Süden von Ägypten. Diese Getreidesilos und auch die Säulenhalle ist sehr außergewöhnlich. Das ist eine Säulenhalle, die zu einem Verwaltungsgebäude gehört hat. Das sieht man auch ganz klar an den Siegelabdrücken. Wir haben über 100 Siegelabdrücke gefunden. Jeder Beamte hatte seinen eigenen Siegel. Und da wurden von Körben bis zu Papyrusdokumenten bis zu Kisten wurden da versiegelt, entsiegelt. Und diese Tätigkeit, die können wir hier nachvollziehen. Wir haben also archäologisch gesehen zum ersten Mal Material, das die Textquellen im Prinzip vervollständigt. Also mit den Textquellen und mit dem archäologischen Material haben wir wirklich zusammen eine ganz neue Sicht, was die ägyptische Stadtverwaltung angeht. Luxor, Theben West. Das Dorf Deir el-Medina, eine der wenigen erhaltenen Arbeitersiedlungen zur Zeit der Pharaonen. Anhand von Tonscherben, sogenannten Ostrakons, die den alten Ägyptern als eine Art Notizzettel dienten, lässt sich der Alltag der einstigen Arbeiter in etwa rekonstruieren. Sogar ein Streik ist belegt. Das Grab von Rachmira, Wesir von Unterägypten und Bürgermeister von Theben. Die Gräber der Adligen liegen unweit von Deir el-Medina. Im Gegensatz zu den Pharaonengräbern bilden ihre Wandmalereien Alltagsszenen aus den Leben ihrer Auftraggeber ab. Nirgendwo sonst existieren so viele und gut erhaltene Abbildungen unterschiedlichster Alltagsbereiche. Ein Schatz für die Wissenschaft. In jedem einzelnen Arbeitsschritt wird hier die Bauziegelherstellung dargestellt. Der Lehmziegel ist der älteste Baustoff Ägyptens. Eine Handwerkskunst, die auch heute noch in der Umgebung von Luxor praktiziert wird. Während die Tempel für die Ewigkeit aus Stein gebaut wurden, benutzten die Ägypter für ihre Wohnhäuser getrockneten Schlamm aus dem Nil. Aus Lehmziegeln bauten sie auch die Paläste und Villen. Damit die Ziegel keine Risse bekommen und zerbrechen, wird der Flusslehm zunächst mit zerhacktem Stroh und Wasser gemischt. Eine anstrengende, schmutz- und geruchsintensive Prozedur. Nach mehrtägiger Wässerung zersetzt sich das Stroh und produziert eine zähe, klebrige Masse. Früher stellte nahezu jeder die Ziegel für sein Haus selber her. Heute sind nur wenige Ägypter bereit, diese harte Arbeit auf sich zu nehmen. Außerdem wird Nilschlamm immer mehr Mangelware, da der große Stausee im Süden kaum noch Überschwemmungen zulässt. Nicht nur Material und Herstellungsart, auch die hölzerne Form, in welche die Schlammmasse gefüllt wird, sahen in Altägypten schon genauso aus. Die Ziegel werden nicht gebrannt, sondern an der Luft getrocknet. Brot backen, ein weiteres Handwerk, das die Ägypter sehr früh kannten. Gesäuertes Brot gab es schon vor über 5000 Jahren, wie archäologische Funde in Gräbern belegen. Man geht davon aus, dass die Hefe von den Ägyptern für das Brotbacken entdeckt wurde. Das Brot spielte nicht nur als Nahrung eine wichtige Rolle. Wie das Bier war es auch ein Zahlungsmittel. Der Pharao entlohnte damit seine Arbeiter. Geld gab es noch nicht.
Heute wie damals ist das Brotbacken für die Familie Aufgabe der Frauen. Eine ermüdende Tätigkeit. Zuerst werden Mehl, Wasser und Salz miteinander vermischt und zu einem Teig geknetet. Dann kommt Hefe dazu und es wird erneut geknetet. Die Hefe wird immer noch nach der Methode der altägyptischen Sauerteiggärung gewonnen. Man nimmt eine kleine Menge des gegorenen Teiges und verwendet diese beim nächsten Brotbacken als Hefe. Fisch aus dem Nil, Bier aus Gerstenbrotteig, Brot und dicke Bohnen waren damals die Grundnahrungsmittel. Fleisch konnten sich nur die Wohlhabenden leisten. Dicke Bohnen unterschiedlich zubereitet, dazu Fladenbrot. So sieht das ägyptische Frühstück noch immer aus. Bei den Armen genauso wie bei den Reichen. In Ägypten spielt die Landwirtschaft seit jeher eine wichtige Rolle. Der Ackerbau ist ein häufiges Motiv der Grabmalereien. Der Nil tritt zwar kaum noch über die Ufer, aber durch ausgeklügelte Bewässerungssysteme wird Nilwasser auf die Felder umgeleitet. Nur so sind ertragreiche Ernten möglich. Das Leben der vielen Bauern war eintönig und hart. Feldarbeit, Instandhaltung der Deiche und Kanäle. In den Überschwemmungszeiten wurden sie außerdem zu Frondiensten auf den Baustellen der Pharaonen verpflichtet. Die Bauern waren frei, aber das Land, das sie bewirtschafteten, gehörte ihnen nicht. Es war im Besitz der Tempel oder des Pharaos. Ihnen mussten die Bauern den Löwenanteil der Ernte abliefern. Sie selbst lebten mehr schlecht als recht. Für die Bauern hat sich seitdem nur wenig verändert. Auch heute gehören sie zur ärmsten Schicht Ägyptens. Ihr Überleben ist von staatlicher Unterstützung abhängig, in Form von Lebensmitteln und Brot. Brotbacken ist Gemeinschaftsarbeit. Meist wird auf Vorrat gebacken, zumindest auf dem Lande. In den Städten überwiegen heute industrielle Großbäckereien, auch sie staatlich subventioniert. Und das Mehl kommt inzwischen aus den USA, denn der einheimische Weizen reicht für die stark anwachsende Bevölkerung nicht aus. Das Brotbacken ist eines von vielen Dingen, die wir von unseren Vorfahren im alten Ägypten gelernt haben. Gerstenbrot, Hefeteigbrot, Sonnenbrot und Blätterteigbrot. All diese Sorten kannten schon die Pharaonen. Heute werden sie traditionell zu Hause vorbereitet und im Gemeinschaftsofen gebacken. Der Teig besteht aus Weizen und Gerstenmehl. Alles sehr gesunde Zutaten, denke ich. Das bekannteste Brot ist das Sonnenbrot. Es wird bei Sonnenaufgang vorbereitet. Das Backen ist sehr aufwendig. Der Teig wird mit Hefe vermischt und stundenlang geknetet. Das Brot heißt Sonnenbrot, weil es in der Sonne gehen soll. Es ist besonders nahrhaft und sehr gesund. Alles wird von den Frauen zu Hause gemacht.
das neue Haus von Reis Taib in Theben West. Lange Zeit hat er Eisen gespart, um es sich leisten zu können. Er plant, das in traditioneller Lehmbauweise errichtete Haus später einmal als Pension für Touristen zu nutzen. Taib ist stolz auf das prachtvolle Haus. Es wird seine Familie ernähren, sollte er einmal keine Arbeit mehr als Rais, als Grabungschef haben. Die Idee, so ein Haus zu bauen, ist mir bei den Grabungen gekommen. Mein Vorbild ist der berühmte ägyptische Architekt Dr. Hassan Fatih, der so viel über die Architektur der Pharaonen und Römer geschrieben hat. Vor allem die Häuser, die aus Ziegelsteinen mit Kuppeln gebaut wurden, haben mich inspiriert. Als Baumaterial braucht man weder Eisen noch Zement, nur Lehmziegel und Holz. Diese Bauweise hat ihre Vorzüge. Im Winter brauchen die Häuser keine Heizung und im Sommer keine Klimaanlage. Ich bin stolz, dass mir gelungen ist, ein traditionelles Haus aus Lehmziegeln nach Pharaonenart zu bauen. Sei tapfer. Heute wirst du zum Mann und kannst später mal heiraten. Heute ist ein großer Tag für Reis Taib und seine Familie. In dem neuen Haus wird der Sohn seines Cousins beschnitten. Das in Ägypten übliche Ritual geht auf einen uralten Brauch zurück, älter als das Judentum und der Islam. Schon im alten Ägypten wurde er praktiziert, aus hygienischen Gründen. Wie in allen islamischen Ländern wird die Beschneidung heute in den ersten 5 Lebensjahren vorgenommen. Früher vom Barbier, mittlerweile von einem Arzt. Im Koran wird sie nicht erwähnt, aber laut Überlieferung wurde der Prophet Mohammed mit 7 Jahren beschnitten. Daraus machte man eine religiöse Vorschrift, an die sich bis heute jeder hält. Religiöse Lieder gehören zur Feier. Musiker und Sänger waren ursprünglich ausschließlich Männer. Doch schon unter der Herrschaft der letzten Pharaonen durften in Ägypten auch Frauen öffentlich musizieren. Einst sangen und tanzten die Frauen des Harems zur Unterhaltung des Pharao. Der Gottkönig tanzte mit. Dank archäologischer Funde wissen wir, welche Musikinstrumente in Altägypten existierten. Am Nil finden sich die ältesten Darstellungen von Harfe, Laute und Tamburin. Auch wenn sich die Form der Instrumente im Laufe der Jahrtausende verändert hat. Edfu. Nach 6 Wochen stehen die Grabungen in diesem Jahr kurz vor ihrem Abschluss. Aber es ist noch viel zu tun. Das Grabungsareal muss in abgedecktem und geschütztem Zustand hinterlassen werden. Macht ihr vorsichtig sauber. Beeilt euch, die Zeit drängt. Die letzten Funde werden registriert. Die Arbeit hat sich für Nadine Möller und ihr Team gelohnt.
Bald geht es wieder zurück an die Universität von Chicago, wo sie einen Lehrauftrag für Ägyptologie hat. Jedes noch so kleine Fundstück versetzt sie in Begeisterung. Wir haben hier ein Ostrakon. Das ist eine beschriftete Tonscherbe, die mit Tinte von einem ägyptischen Schreiber beschriftet wurde, mit einer Liste von verschiedenen Namen und Zahlen. Und wir haben hier was sehr Interessantes. Man sieht hier, das ist die Zahl 300. Und davor haben wir die Namen von verschiedenen Personen, teilweise auch Titel, zum Beispiel ein Priester oder ein Wächter. Und die haben alle 300 von irgendwelchen Objekten bekommen. Wir wissen nicht genau, steht nicht drauf, was die bekommen haben, aber sie haben jeweils 300 Stück bekommen. Und was interessant ist, ist, dass die alle die gleiche Anzahl bekommen haben. Das können Brote sein, das können Getreiderationen sein zum Beispiel. Und dann auf der Rückseite, wenn man das rumdreht, da sieht man dann hier, wie der Schreiber sich im Prinzip die Zahlen zusammenaddiert hat und die Summen zusammengeschrieben hat. Die Schrift, die hier verwendet wurde, das nennt sich hieratisch. Das ist im Prinzip die Schreibschrift von den Hieroglyphen. Die Schrift gab es, seitdem es die Hieroglyphen gibt, und ist im Prinzip mit Tinte geschrieben, handgeschriebene Hieroglyphen, also so eine Art Schreibschrift. Und das nennt sich hieratisch. Ich hoffe, dass wir mit diesen Ostrakon und den Getreidesilos zum Beispiel, dass wir da hier die archäologischen Befunde zusammenbringen können mit den Objekten, die wir da drin gefunden haben. Und die zeigen uns natürlich, dass hier jede Menge Verwaltungstätigkeit stattgefunden hat. Also im Prinzip ergänzen die Ostraka unsere archäologischen Ergebnisse. Und dass wir dann Listen haben, wo die Leute größere Rationen, sagen wir mal, bekommen haben, das passt ja eigentlich ganz gut zusammen. Rais Taib hofft, dass die deutsche Archäologin in den nächsten Monaten genug Gelder aufbringen kann, damit die Grabungen im nächsten Jahr weitergehen. Bis dahin wird er seinen Lebensunterhalt im Tourismus verdienen. Faszination Ägypten. Über die Kultur und den Alltag zur Zeit der Pharaonen konnte bislang vieles in Erfahrung gebracht werden. Aber noch immer bleiben zahlreiche Fragen unbeantwortet. Die Ägyptologen haben noch viel zu tun.